Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich hoffe, ihr habt nicht geglaubt, ich gehe heute nicht live, weil ich jetzt, glaube ich, 30 Sekunden zu spät bin und es vor allem heute nicht als Ankündigung schon eingestellt habe, sondern gerade erst live gegangen bin. Ja, weil, Grund gibt es dafür keinen. Ich habe nur überlegt, was werde ich heute sagen, was wird sich alles ändern. Zum einen, gleich mal jetzt die Ankündigung. Ab Montag mache ich es eine halbe Stunde später. Dann beginnt das Selbstsicher Live immer um 7:30 Uhr. Ich merke einfach, ich pack's nicht, wenn ich so früh aufstehe. Ich arbeite abends immer sehr, sehr lange und es geht mir auf die Substanz. Mal ist es okay, aber nicht jeden Tag. Und von daher muss ich es umstellen. Aber es gab sowieso auch einige, die haben sich etwas später gewünscht. Ist immer so eine Geschichte. Manche finden es früher gut, manche später. Die Umfrage hat so ein Patt ergeben. Dann, Frage, hast du deine Aufgabe von gestern gemacht, nämlich das, dir aufzuschreiben, was dich wirklich, 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 wirklich glücklich macht? Und ich habe da nämlich noch eine Zeit lang drüber nachgedacht und ich hatte ja gestern noch ein Interview. Antje Müller hat mich interviewt Antje Müller ist Ernährungsberaterin, ihr Thema ist entspannt essen. Und da war so ein bisschen die Frage, hat jetzt, wenn jemand zu dick ist beispielsweise, hat das was mit seinem Selbstwert zu tun oder umgekehrt, hat das Selbstwert was damit zu tun, dass die Leute sich Kummerspeck anessen etc. Und das Thema, das Interview ist leider technisch ein bisschen problematisch, aber es ist inhaltlich ganz gut geworden, bin ich der Meinung. Ich möchte aber diesen einen Punkt nochmal herausgreifen, jetzt nicht unbedingt abhängig von der Ernährung, sondern generell das Selbstwert abhängig von äußeren Faktoren. Ja, weil wir Menschen neigen ja dazu, nicht alle, aber sehr viele, zu sagen, ich bin zu dick, zu dünn, ich bin zu groß, zu klein, ich habe eine hässliche Nase, ich habe, weiß ich nicht, schlechte Haare. Mir fällt gerade jemand ein, die eben wunderschöne Haare hat und immer rummäkelt, dass ihre Haare nicht schön sind. Und bei anderen sind es die Beine oder die Hüften oder was auch immer. Also wir neigen dazu, oder die Haut, wir neigen dazu, Dinge an uns nicht schön zu finden und glauben, dass deswegen unser Selbstwert nicht in Ordnung ist. Und wenn ich dann nur größer wäre, wobei man die Größe nicht verändern kann, oder wenn ich dann nur 10 Kilo abnehmen würde, dann wäre es alles gut mit meinem Selbstwert. Und das ist ein Trugschluss. Das ist ein Trugschluss, denn ja, klar kann man mit Dingen unzufrieden sein, das ist nun manchmal so, aber du kannst ja entweder ändern, wie das Abnehmen, auch das geht nicht immer. Oder du kannst sie nicht ändern, wie die Größe. Da hast du keine Chance. Du kannst ein bisschen spielen mit vielleicht Absätzen, aber das ist auch begrenzt. Ja? Abgesehen davon ist die Frage, ob es wirklich wichtig ist. Aber das Thema, oder bei manchen Sachen kann man es vielleicht operativ machen, was jetzt auch nicht unbedingt das goldene Ei ist. Ja? Also ihr wisst, was ich meine, so Brustvergrößerung oder an den Lippen oder an der Nase oder wo auch immer, Augenlider. Ja, bei mir hängen die Augenlider schon sehr weit in die Pupille. Ich denke jetzt aus anderen Gründen über eine kleine OP danach, weil ich tatsächlich teilweise dadurch schon im Sehen beeinträchtigt werde, aber definitiv nicht, weil ich mich dann schöner finde. Ich weiß gar nicht, wie ich dann aussehe, wenn das verändert ist. Aber warum ist es so, dass wir da unzufrieden sind und warum glauben wir, dass das mit dem Selbstwert zu tun hat? Und ja, es kann durchaus auch mit dem Selbstwert zu tun haben, aber der Trugschluss ist folgender. Wir glauben, oder sagen wir mal so, wenn wir ein Problem mit unserem Selbstwert haben, und die Ursachen liegen nämlich meistens ganz woanders, dann suchen wir etwas an uns selber oder auch im Äußeren und denken, wenn das sich nur verändert, dann ist alles gut. Aber ganz, ganz viele Menschen haben genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. Es hat sich verändert, beispielsweise sie haben vielleicht auch mühsam mit aller Gewalt abgenommen, haben endlich diese 10 oder vielleicht sogar wesentlich mehr Kilo abgenommen und nichts ist besser geworden. Warum? Weil das ganz auf einer anderen Ebene liegt. Das hat mir damit was zu tun, ob ich überhaupt bereit bin, mich selbst zu akzeptieren, ob ich bereit bin, zu mir zu stehen, ob ich bereit bin, mich selbst zu lieben. Das ist nämlich auch so eine Geschichte, die da ganz stark mit reinhängt. Und da gibt es jetzt verschiedenste Ansätze, die wir sicher jetzt nicht alle erschöpfend behandeln können. Aber was zum Beispiel so ein ganz typisches Thema ist, ist,
Wir haben sogenannte Glaubenssätze. Das kennt ihr vermutlich. Und ich habe auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Und da gibt es einen sogenannten Core Belief, einen Kernglaubenssatz, einen ganz zentralen Glaubenssatz über uns selbst. Und der ist leider beim vielen, vielen Menschen sehr negativ. Also beispielsweise, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Oder ich bin nicht gut genug. Es ist nicht unbedingt weiter definiert, für was man nicht gut genug ist, sondern einfach so dieser zentrale Satz, ich bin nicht gut genug. Oder ich habe nie Glück. Ja, oder ich bin nie der Gewinner. Oder weil ich so und so bin, mag mich keiner. Also so ganz grundlegende Aussagen über sich selbst. Woher diese Glaubenssätze kommen, gibt es unterschiedliche Gründe. Das kann sein, dass uns das irgendwelche Eltern, Vorbilder, sonst irgendjemand vorgelebt hat. Auch da habe ich schon Beispiele erzählt, wenn die Mutter oder der Vater ständig über irgendwas rumgemäkelt hat. Das kann die generelle Erziehung zur Bescheidenheit sein, ja, so dieses sei ruhig, sei bescheiden, sei demütig, mach dich nicht wichtig. Wenn dir die ganze Zeit gesagt wird, mach dich nicht wichtig, dann glaubst du irgendwann, du bist nicht wichtig und du bist nicht gut und du bist nicht wertvoll und du bist es nicht wert, geliebt zu werden. Das können persönliche Erlebnisse sein, das können irgendwelche unlogischen, aber eben vom Unterbewusstsein getroffenen Entscheidungen sein, aufgrund von irgendetwas. Also es gibt so ganz, ganz viele Gründe und natürlich kann man daran auch arbeiten und kann solche Glaubenssätze verbessern und verändern. Das ist sicherlich ein bisschen ein Prozess, der nicht in 7 Minuten erklärt werden kann, sondern eher dann beispielsweise in einem Coaching in ein paar Sitzungen gemacht werden kann, oder manche Sachen kann man vielleicht auch selber machen mit den entsprechenden Anleitungen, aber nicht alles sicher. Und dieser Kernglaubenssatz, und das ist jetzt nur ein Beispiel, der kann eben wirklich dazu führen, dass ich permanent mit mir unzufrieden bin, dass ich dadurch auch immer das Negative anziehe, weil du weißt ja, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das ziehst du in dein Leben. Und wenn du permanent die Aufmerksamkeit auf das lenkst, was nicht gut ist, das wirst du anziehen. Und ja, und so gibt es eben eine ganze Menge. Ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder Wahnsinn. Ist schon wieder vorbei. Aber vielleicht nochmal zusammenfassend. Mach es nicht von Äußerlichkeiten oder auch nicht von Besitztümern abhängig. Also wenn ich nur endlich mir einen Porsche leisten kann, jetzt geht es nicht bei jedem um den Porsche, Gottes Willen, aber das ist halt so dieses Klischee. Ja, das kann auch sein, dass es nur einfach ein neueres Auto ist oder ein, was weiß ich, ein schöneres Kleid oder ein bestimmtes Accessoire. Ich persönlich stehe zum Beispiel wahnsinnig auf Schuhe und darf nur oder mache auch nicht davon meinen Selbstwert abhängig, sondern mir macht es einfach Spaß, schicke Schuhe zu haben. Und ich habe auch eine ganze Menge im Schrank für einen Mann, vielleicht ungewöhnlich, jetzt nicht extrem viel, aber so ein paar mehr als der Durchschnittsmann vielleicht. Aber das hat nichts mit meinem Selbstwert zu tun, sondern weil es mir Spaß macht. Und das ist auch in Ordnung. Also wenn du gerne schöne Kleider trägst oder gerne schöne Autos sammelst, dann ist das vollkommen in Ordnung. Es ist nur dann ein Problem, wenn du deinen Selbstwert davon abhängig machst. Und das empfehle ich dir mal zu hinterfragen. So, schon wieder genug geredet, schon wieder eine Minute überzogen. Nochmal kurz der Hinweis, ab nächster Woche starten wir um 7.30 Uhr, nicht um 7, ab 7.30 Uhr wieder für 7 Minuten. Ich freu mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr das auch liked, das ist ganz wichtig für Facebook, also ich würde es freuen, wenn ihr so auf Like klickt oder noch besser ist ein Kommentar, weil das mich im Facebook-Ranking ein bisschen nach vorne bringt. Und ich will ja, dass ein paar mehr Leute in den Genuss kommen, diese 7 Minuten zu hören. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ich darf morgen zu Christian Rieken fahren auf den Empowerment Day. Ich hoffe, ich kann von dort auch mal ein bisschen was auf meiner Facebook-Seite selbstsicher posten, dass ihr so ein bisschen was mitkriegt von der Atmosphäre dort. Ich bin schon total gespannt und freue mich total. Und wir sehen uns am Montag. Alles Liebe, euer Michael.